da ist aber noch ein scheiß Volltreffer gelandet. Ernsthaft? So, jetzt muss ich ein bisschen Glück haben. Jetzt auf deinen Angriff. Jetzt müssen wir ein bisschen Dusel. Jetzt müssen wir ein bisschen Dusel haben, das was meine irgendwie doch kriegen. Wir dürfen kein Pokémon mehr verlieren. Wir müssen jetzt irgendwo ein bisschen hoffen. Aber ich würde es ja auch gerne fangen. Weil ich bin zumindest ein gutes Zapdos. Das Original Zapdos. Haben wir nicht auch nie gerechnet, dass es das auch immer nochmal gibt. Ah, fuck you, ey! Weißt du, das hat kaum noch KP und das. Und brezelt mit einem Glück, dass in der Attacke das alles weg. Ja, damit war's das. Jo, tschüss. Ah, das ist nicht wahr! Was behalten wir denn davon? Artillery, Stami. Ich glaube, ich weiter Stami. In eine PC-Box. Okay. Na gut, dann weiß ich aber Bescheid, was als nächstes uns definitiv ins Haus ansteht. Gut, dann probieren wir dieses Deiner-Nest nochmal in der. Mach ich dann offscreen. Warte mal, die Frage ist: Kann ich das jetzt sogar nochmal machen? Zapdos, okay. Dann probier es nochmal. Nee, alles gut, dann machen wir das noch, dann versuche ich das Zapdos doch zu kriegen. Mitspieler alleine kämpfen, Mitspieler suchen. Ah, warte mal, halt. Ah, ich hätte es gar nicht gefangen. Ja. Ja, gut, dann versuchen wir es nochmal. Was können wir da mitnehmen? Also, dass ich da so Mist hab. Ja, das bringt ja nichts. Ich nehme das Wollock mit. Ich hätte gerne noch eine. Ich weiß nicht, davon tauchen wieder so ein Pokémon auf, weißt du? Da ist nichts Boden-Pokémon dabei. Kein Boden, kein Gestein, kein gar nichts. Aber wir versuchen es. Wir wissen es ja jetzt, wie es läuft. Warte mal. Ernsthaft? Ich muss jetzt doch nochmal. Ach ne, ich muss jetzt echt nochmal komplett das komplette Ding machen. Ne, alles gut, dann. Dann mache ich jetzt einen Break. So, wir sind wieder zurück bei Let's Play Pokémon und ich versuche heute nochmal einen Ansatz zu machen mit dem Diner Raid hier. Ich versuche es nochmal. So, als erstes fangen wir an tatsächlich mit Snubbilly Cat und zwar in der Alola-Form. Jetzt vom Typ und nicht. So, okay. Dynamite und die Deiner Faust. Dann kriegst du es jetzt drauf. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen schneller durchkomme als beim letzten Mal. Ja gut, das ist das Kadabra, ne? Okay, ich dachte mir, jetzt wäre es das Nubili-Cat, was jetzt auch nicht abgekriegt hat, aber es kriegt gar nichts ab. Das Vorlog ist so schwach. Gut, zumindest der Angriff steigt jetzt ein bisschen. Dann bleiben wir mal der dünner Faust. Knuddler, oh, Knuddler zieht aber gut was ab an Energie und bringt auch da uns den Angriff noch mal ein bisschen zu senken.
Tschüss, Kadabra. Ja, egal. Also, Mega Kick! Okay. Na, das ist gut, das ist gut. Das heißt, du kriegst jetzt noch eine Dünner Flora ab. Und dann hat sich das Thema auch erledigt. Was natürlich sehr galente Rolle und jetzt. Jawohl! Aber ich nehme es mir gerne mit auf. Das ist Kitschma. Weg, jawohl. Ja, ich nehme es mit definitiv ins Team, weil ich will. Dann muss ich mit dem Swarlock nicht so wirklich ärgern. So, was haben wir jetzt bekommen? Wir haben jetzt ein Unlicht-Pokémon bekommen. Und dann gehen wir auf Gestein. Gucken, was uns jetzt erwartet. Das ist ein Stolrak. Gut, Stolloss wäre mir ein bisschen lieber gewesen, aber es ist Stolrak. Gut, dann machen wir mal. Dann gehen wir mal auf. Die Standpauke, Freundchen. Da erzähle ich dir mal was Schönes. Ah, Renntoron geht doch auf Dings, auf Wasserdüse. Du hast doch oder Lake oder sowas. Ja, ist klar, Alter. Deswegen kriegt man so eine Kacke dann noch mal. Okay, versuchen wir es nochmal. Egal, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Komm, das kriegen wir schon noch hin. Ja, hier kommt mit demselben. Ja, na gut, okay, das ist. Psychoschock noch dabei. Und du Renntoron mit dem Lake oder so. Jawoll! Yes, ich sag doch, wir kriegen es auch noch hin. Also manchmal haben wir ein bisschen Glück, dass wir tatsächlich Leute dabei haben, die es halbwegs auf diese halbwegs gebacken bekommen. Okay. So, sehr gut. Stolrak ist eingesackt. So, nehmen wir Stolrak mit. Ja, wir nehmen es mit. Komm. Mein Stolrak. So, wir haben jetzt Typ Gestein mitgenommen. Ist klar, dass wir jetzt ein Flugbuck, dass wir jetzt beim Flugbuck kommen. Und wenn ich das richtig sehe, ist das gerade ein Drift-Zippeli. Ja. Ein Drift-Zippeli. Geist und Flug. Sind noch nicht mal. Ja, sind so alle noch komplett angeschlagen. Kadabra geht auf Ausdauer. Kleopatra auf Kreideschrei, um den Verteidigungswert zu sinken. Hedron geht ebenfalls auf Kreideschrei. Ja, gut, das hätte man von physisch abdecken nehmen können. So Knirscher oder sowas. Okay, du gehst erstmal auf Irrlicht und verbrennst dieses Kadabra, okay? Das Viech, das kriegt gerade mal richtig einen auf die Socken. Sehr geil. Und dann bleibt so weit, dass wir definitiv nochmal draufgehen mit dem Gestein. Weil ich möchte das Pokémon gerne mitnehmen. Und dann hoffe ich, dass wir dann gleich im letzten Durchgang etwas Zapdos mitnehmen. Brauchen wir doch gar nicht mehr. Gut. Der Finalschlag, gut, das nimmt sich jetzt das Dings mit noch, das Kleopatra noch mit. Ja, und dann haben wir auch das Drift-Zippeli jetzt hoffentlich noch. Was wir dazu kriegen.
glaube, ich werde mir auch das Steuerrad mitnehmen, immer definitiv, wenn ich das Legendäre jetzt verpasse. Wenn wir das Steuerrad mitnehmen. Haben wir das auch durch? Aber so ein Stoloss ist, glaube ich, gar nicht so schlecht im Team. Ich gehe aber auf Drift Zippeli. Das nehme ich mal mit. Jetzt kann nämlich Donnerblitz. Das kann mir uns ein bisschen helfen. So, und jetzt versuchen wir es nochmal. Versuch Dynanest die zweite. Ja, geht ja mit der Zwinger. Okay, das erklärt so, warum ich eben so wenig KP auf einmal hatte. So, gehen wir auch mal erstmal auf Irrlich, damit ich das Viech ein bisschen ärgern kann. Hab dich lieb, Zapdos. Ja, okay. Ich darf als letztes tatsächlich wirklich erst als letztes angreifen, ernsthaft? Was? Ne, es geht nicht, ich wollte gerade sagen, es bleibt dabei, mich zu ärgern. Ja, weiter so. Jetzt gehen wir auf Mega Kick. Noch eine drauf, sehr schön. Ah, Donnerblitz bringt natürlich jetzt gar nichts momentan. Ich gehe aber weiter, dann gehe ich auf Psychokinese. Ja, sehr gut. Weiter, Leute. Okay, es geht erstmal auf das Kadabra. Gut, das wäre eh immer darum gefallen. Alles gut, noch alles gut, alles gut, alles gut. Keine Schnappe dabei. Seine Schwäche ist genau. Schwäche weiter in seiner. Nichts wirklich geschissen, ne? Ja, es wird stärker natürlich. Klar, Ladungsstoß. Damit kriegst du mal. Oh Gott, wir fallen alle und damit war es das schon jetzt. Oh Mann. Ja, das war schon. Ja, wir sind alle down. Mit seinem Ladungsstoß hat er es einmal, hat er es gerade komplett gemacht. Scheiße, Mann. Ich hätte das so gern gehabt. Ich hätte das Stolz behalten sollen. Bzw. der Stolz behalten soll. Ja, ich nehme es mit. Ah, da müssen wir es in der nächsten Folge machen. Zeig mal dem scheiß Zapdos-Fiste. Schade. Ja, ist egal, ist alles rum. Gut, egal, passt schon. Gut, dann müssen wir kurz mal eben den. Was haben wir denn noch Schönes? Wir haben noch bestimmt noch ein paar Items. Dann versuche ich das Stolrack weiterzuentwickeln. Dann haben wir nämlich einen Stolrack direkt. Dann lass mal das direkt weiterentwickeln. So. Ja, schade, ich hätte es gerne ein bisschen gerne behalten. Ach, schade. Wir hatten es eigentlich gut dabei. Level 70 geht's mal hoch schon mal. Dann haben wir das auch wieder auf einem guten Level. Ja, gut, egal. Dann sind wir heute durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann probiere ich es nochmal mit diesem Dynanest.
Wait. Und ja, vielleicht haben wir diesmal ein bisschen Glück. Oder ich versuche das mal offscreen zu machen. Dass wir dann in der nächsten Folge ein bisschen was anderes machen. Naja, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und tschüss.